Hallo Leute, ich grüße euch zu diesem zweiten Let's Play unseres neuen Formates. 7 Let's Player, ein Gothic Safe Game. Ja, wie ihr in der letzten Folge vielleicht schon sehen konntet, bei Merlin Plays, Link ist unten in der Videobeschreibung, wir nehmen zusammen einmal Gothic 2, die Nacht des Raben auf, einmal kompletter Run, aber 7 verschiedene Kommentatoren. Und ja, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, ist Merlin unterwegs in die Höhle der Banditen mit Cavallon. Und ich übernehme einfach an der Stelle. Einzige Bedingung, an die wir uns alle halten müssen, wir müssen dafür sorgen, dass man das Game auch weiterspielen kann. Man kann alles sonst mit dem Savegame machen, man soll nur darauf achten, das Auge Innos zum Beispiel nicht ins Meer zu schmeißen oder was weiß ich, in die Klippe oder die Klippe runterzuspringen und dann einfach dazu in der Luft zu speichern. Das wäre echt ein bisschen unfair. Es soll also spielbar sein. Und wir steigen direkt hier ein. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Jawohl. Boah! Hat ihn mit einem kritischen Hit getötet. Und ich werde gucken, ob ich... Ich will die Ehre! Mann! Das hast Cavallon. Du verdient, Mistkerl. Geht schon direkt los hier, ey. Ich will ihn durchsuchen. Schnell weg. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Du arme Wurst, hast nicht mal Gold dabei. So, das wäre erledigt. Ha, sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann das war ich ja jetzt ganz endlich leicht. Meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Athanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wie ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen. Er ist busy. Ach ja, schon beim Meeting. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Alles klar. Hier hast du ein paar Münzen. Ich danke dir. Gib mal ich was. Ich brauche bessere Ausrüstung. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Ja. Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch 2 Heiltränke. Interesse? Klar. Her damit. Erstmal ein Support für den Anfang. Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Okay. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinis. Alles klar. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Ja. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Okay, Einhandbogen und Schleichen, das kann Cavallon uns beibringen. Für diejenigen, die Gothic 1 nicht gespielt haben, im Minental der Kolonie, da war Cavallon ein Jäger und er hat uns das Schleichen beigebracht. Er hat uns, oder beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob er das Schleichen auch beigebracht hat, aber auf jeden Fall das Jagen. Doch, Schleichen konnte der auch beibringen. Und ja, er war ein Schatten. Nicht so. Er kennt mich also von früher. Denn ich bin einer der ehemaligen Strafgefangenen der Kolonie. Nichts zu plündern. Und ja, jetzt hier in Vatras Turm. Vatras Turm, Xardas Turm, lol. Schon hier hat er mir Vatras ins Ohr geflüstert und dann bin ich schon bei Vatras. Ja, in Xardas Turm bin ich jetzt wieder aufgestanden. Und da fängt es hier auch direkt an zu schütten. Ist ja echt super. Tolles Wetter. So ein Mistwetter. Ich hab das Wolfsmesser schon mal. Ansonsten stelle ich mir die Frage, ob ich nicht den Nagelknüppel irgendwo liegen lassen? Hier war doch noch einer, oder? Da ist doch der Bandit. Gibt's noch was Interessantes für mich? Ich hab dir alles erzählt, was ich dir sagen kann. Okay. Wusste ich nicht. Mal eine ganz feige Aktion. Na warte, du Mist. Boah! Das war ein Fehler, einfach so reinzulaufen, aber
werde ihn schon kriegen. Oh! Das war knapp, mein Freund. Das hätte auch einen kritischen Treffer für mich bedeuten können. Also es geht schon knapp los. Direkt meinen Heiltrank reinpfeifen. Ja, ich mag manchmal so ein bisschen Risiko, ein bisschen rumspielen. Aber wenn ihr mit mir im Deathmatch spielt oder gegen mich im Deathmatch spielt, dann schenke ich euch nichts. So, gucken wir mal. Was gibt's denn noch hier so? Kannst mal aufhören zu schütten hier? Ist ja widerlich. So, gehen wir mal hier rüber. Blutfliegen bekämpfe ich anfangs am besten mit einem Pfeil und Bogen. Oh. Ey! Ja, so gehen sie runter, die Blutfliegen. Hammer. Was haben wir hier? Den jungen Wolf. Zwei Stück. Okay, komm. Eins. Und? Jawohl. Ich glaube, das war aber auch mein letzter Pfeil. So wie er den Bogen nämlich direkt eingesteckt hat, deutet das darauf hin, dass ich keine Pfeile mehr habe. Ja, tatsächlich. So, dann durchsuchen wir hier mal alles. Mann, ist das ein graues Wetter. Das erinnert er direkt schon wieder an Gothic 1, ne? Wer es nicht weiß, Gothic ist ein Spiel, was von Piranha Bytes entwickelt worden ist. Und das glaube ich damals in Bochum. Aber da können mich auch gerne die Kollegen korrigieren. Eins ist ganz klar. Sehr sympathische Leute, die das entwickelt haben und uns dieses Spiel sozusagen ermöglicht haben. Und jetzt gucken wir mal, was hier der Mal sagt. Fremder, ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich brauche bessere Ausrüstung. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Gib mir deine Kleidung. Gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlst. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Ich muss arbeiten. Ja, okay. Jo, Digga. Oh. Ey! Das ist viel weniger. Hätte ich auch töten können. Gäbe es die XP für mich. Die Schafe, wie die am Jumpen sind. Ach, ein Schaf müsste man sein. Tollen über die Wiesen. Sich freuen. Am Leben. Die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. An nichts denken müssen. Und irgendwann mal eines Tages die Kehle aufgeschlitzt bekommen. Tja, das ist das Los eines Schafs. Es wird dann geschächtet. Ich glaube, sie nannten es auch damals Schächten. Mittelalter, heutzutage nennen es ja auch einige Schächten. Ich kreime jetzt die Feldrüben alle und sage dann, dass ich die Arbeit erledigt habe. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Boah. Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Weißt du was? Eigentlich für die Bauern? Nee. Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge. Ist ja gut. Ich will wissen, wo du stehst. Also. Beruhig dich. Für wen bist du? Ja, was weiß ich. Für den König. Für den König. Das haben die Stadtwachen gesagt, als sie die Hälfte meiner Schafe geholt haben. Ups. Aber wo sind die Drecksäcke, wenn wir uns die Banditen vom Hals halten müssen?
Wo werden sie sein, wenn uns die Orks überrennen? Ich werd's dir sagen, in der Stadt, hinter den dicken Mauern. Also hör mir auf mit dem König. Richtig gut gelaunt. Ich brauch vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Du könntest einen Teil des Preises abarbeiten. Wenn, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. Ja. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben. Gucci. Aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Oh, beleidige mich nicht. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Ein rauer Umgangston hier. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Billige! Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Immerhin. Mach sie mir billige. Zwar sofort. Hey, du. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Da freut sie sich. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für... Auf mich hat, ja. Es gibt... Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Ich möchte weiter. Meinst du, ich kann dir trauen? Ja. Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Hast du was zu essen für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Okay. Ja. Du traust dich noch zurück? Was hast du mit meinem Geld gemacht, du Taugenichts? Shit! Du hast es noch bei dir. Gib's mir sofort wieder. Sowas Dreistes. Unglaublich. Warte mal. Ey. Oh Mist, ey. Schon direkt verkackt hier. Weil ich mich hingelegt habe und es ist ein Tag vergangen und sie dachte, ich bin abgehauen. Aber oh, ich glaub's nicht. Nein! Ja, okay, weißt du was? Pech. Dann hole ich mir die Arbeiterkleidung einfach. Schweinerei. Ich bin viel zu nett. Ich nehme alles mit. Eure ganzen Ersparnisse. Mal gucken. Direkt mal hingehen. Vielleicht spricht er mich darauf. Oh, der will mich ansprechen. Ich habe meine Bauernkleidung. Kann jetzt direkt in die Stadt. Nicht gerade der feine Weg. Aber ich will schnell in die Stadt. Oh, nice. Ein Mistvieh weniger. Pech. So, die 2 Blutfliegen hole ich mir jetzt auch. Hey! Na, warte. Mistfliege. Oh. Na, die ziehen schon ganz schön ab. Nicht schlecht. Da oben ist der Turm von Xardas. Wir haben einen herrlichen Sommertag hier in Korinis. Psst. Hey du, komm mal her.
Was Guck mal ist? Her. Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör Klar. Mal. Du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Oh, jetzt komm. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Warum nicht? Warum nicht? Versteckst du dich vor jemandem? Du siehst nicht aus wie jemand, der Goldstücke hat. Du siehst nicht aus wie jemand, der Goldstücke hat. Nun, ich bin sicherlich nicht der Umgang, den ein Herr wie du gewohnt ist. Aber meinen kleinen Beitrag zu deinem sicherlich beträchtlichen Vermögen wirst du doch nicht ausschlagen, oder? Okay. Nun, was sagst du? Überzeug mich. Kann ich mit dir rechnen? Wenn du dich so ausdrückst. Lass das Gefasel. Sag mir, was du willst. Genau. Siehst du? Genau das meine ich. Nur mit schönen Worten allein kann man bei dir nichts werden. Ich habe es gleich gewusst. Ich habe es hier mit einem knallharten Geschäftsmann zu tun. Okay. Du bist doch ein Geschäftsmann und hast bestimmt Interesse an einer kleinen Aufbesserung deines Geldbeutels, oder? Klar. Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. Du siehst aus wie ein Pirat. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Hab ich recht? Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Ich muss darüber erst nochmal nachdenken. Na schön. Aber beeil dich damit. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich hab's verstanden. Wir sind alle schwer beschäftigt. Da ist nichts zu holen. So. Wir gehen jetzt erstmal direkt in die Stadt. Kein Bock mehr, hier mit den Arschlöchern rumzureden. Die ganze Bauernvolk hier. Halt! Bist du einer der Knechte von Lobarts Hof? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin noch nicht lange bei Lobart. Was willst du in der Stadt? Dem. Na gut, wenn du so freundlich bist. Ich will zum Schmied, ja. Ich will zum Schmied. Werkzeuge reparieren lassen. Na schön, dann mach mal, dass du reinkommst. Und wenn du Lobart siehst, kannst du ihm sagen, er soll die Schafe gut füttern. Wir kommen demnächst wieder zu ihm. Bei Lobart sollte ich mich nicht mehr zeigen. Fürs Erste. Und warum du Schafe besuchen möchtest, will ich gar nicht wissen. Also, ganz ehrlich. Halt, Fremder! Hey! Ich bin Lothar. Sehr gut. Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Ich weiß gar nicht, die Paladine so kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Okay. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Hey. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Das hat er wirklich nicht verdient. Hör zu! Hör zu! Die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt. Auch ohne, dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachen Angst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Noch mehr Ärger. Ja, der Kerl hieß Diego. Was? Glaube ich jedenfalls. Diego? Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Hör mal, gib mir das Auge Innos. Ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen.
Das heilige Auge Innos. Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Doch. Aber ich will nichts mehr davon hören. Erst fängst du mit Märchen über Drachen an und dann das. Unfassbar. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Hör mal, du bist ein Paladin. Du nutzt Runenmagie und so ein Scheiß und glaubst nicht an Drachen, sagst, das ist ein Märchen. Ganz ehrlich, was ist los bei dir? Was bist du für eine Figur dieser Welt, die überhaupt gar keine Ahnung hat, was hier läuft? Du kennst bestimmt Magier aus dem Kloster oder wo auch immer her. Du willst mir sagen, es gibt keine Drachen, es gibt keine Magie. Voll unrealistisch. Echt, ey, was ist mit dem los? Erklär mir mal die Regeln, auf denen du lebst. Die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Also mir. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Ja, ja. Drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Das ist eine schlimme. Noch Fragen? Besser ist es, ne? Hast ein Problem? Besser ist es. Wie werde ich Bürger der Stadt? Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Okay. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Ich habe mir das schon gedacht. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Die Affen können rein? Die zwei dürfen rein? Guck dir die mal bitte an, ey. Gar keine richtig geile Frisur, voll die Glatze. Hier läuft hier so total rüpelhaft durch die Gegend. Und ich darf nicht ins obere Viertel. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Alles klar. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. Oh, so will es der Brauch hier in Korinth. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Du hast ein ganz schön schlechtes Bild von Menschen. Das finde ich überhaupt nicht cool, ja? So, wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Das ärgert ihn bestimmt. Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Ja, klar. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord André in der Kaserne. Das wundert mich nicht. Ja! Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Gar nicht. Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Ich habe ein paar Banditen vor der Stadt getötet. Reicht das nicht? Ich habe 5 Blutfliegen getötet. Das kann ja nicht ewig. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Ich weiß langsam nicht mehr, was. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Ja. Also reiz sie nicht nach oben drein, wenn du in der Stadt bist, klar? Ja, ich reiz nur dich, das macht am meisten Spaß. Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Ja. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Weg mit der Waffe! Weg mit der Waffe! Geht doch! So. Machen wir kein Geheimnis draus. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Wie manche hier. Was kann ich für dich tun? Und ich gehe jetzt mal zu Matteo, das ist der Verkäufer. So ein Laden. Was verkaufst du? Der ich eine kann Rüstung dir alles gibt. Anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Ja, Waffen, ja. Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Rüstung? Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Zeig her.
Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder. Noch ungetragen. Jo. Das hier? Ich will mal wissen, wie viel die kostet. 250 Gold. Zeig mir deine Ware. So, ansonsten hat er hier ein paar geile Waffen. Nagelkeule, Kriegskeule. Das ist alles nett. Ich will gleich mal sagen, es ist etwas super Lustiges hier. Man kann auf verschiedene Arten und Weisen in Gothic 2 die Nacht des Raben und auch in Gothic zum Ziel kommen. Wenn er das nicht sieht, kann ich und zwar... Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden. Nicht alles glauben, was man hört. Warum hier. Darf das Lager nicht betreten werden? Im Lager gibt's der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Ja, ja. Ehrenwert. Es sind alle hier ehrenwert und wir sind alle Dreck. Ich hab's verstanden, ja. So, das Schöne ist, direkt in diesem Laden, in Matthäus Allerlei, da gibt es ja die Rüstung zu kaufen für 250. Aber es gibt einen kleinen Trick für die Leute, die es noch nicht wissen. Man kann hier auf die Mauer klettern und dann, wenn man es schafft, geschickt hier hochzuspringen, nicht so wie ich gerade, dann kommt man da in dieses Warenlager. So, und da gibt's... Mist! Da gibt's eine der Rüstungen in den Kisten. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Unfähigkeit. So, wir machen aber jetzt mal was, was uns weiterhilft. Wir speichern erstmal, ja. Spiel speichern. Da war doch ein Snapperkraut, was ich hatte. Genau. Zack. Mist! Mit dem kann man sich nämlich beschleunigen. Also, dann läuft man schneller. Zack. Uppa. Zack. Zack. Oh, nee! Fast geschafft. Nochmal. Ah, da ist es schon vorbei. Ja, dann direkt mal laden. Es ist nichts passiert. Keiner hat was gesehen. Oh, nee, fast. Da kacke ich direkt nochmal. Ah, ja, ja. Ja, ja, da werdet ihr euch jetzt bestimmt wieder kaputt lachen. So. Oh, kann der das nicht sofort beim ersten Mal? Oh, ich konnte das sofort... Beim ersten Mal. Nochmal laden. Ja, es gibt ja ganz viele Spezies hier, ne? Die das Spiel so gut beherrschen. So ein paar Zentimeter nach hinten gehen. Snapperkraut runterschlingen. Ja, bitter. Und... Ah, Leute, habt ihr das gesehen? Fast war ich drauf. Mist. Mist. Ah, ich hasse es. Ich hasse es. Deswegen kommt man auch nicht drauf, ne? So, weil es nicht klappt. Man denkt, oh, es geht nicht. Aber es geht. Vielleicht sogar auch ohne Snapperkraut. Aber mit Snapperkraut ist es einfach, sag ich mal, mehr gewährleistet, dass man es hinkriegt. Begünstigt das Gelingen. Ah, ich krieg's nicht hin. Verzweifle. Nein, warum bist du so? Ich glaub's nicht. Ah, ich sehe schon ellenlange... Kommentare, wie unfähig bist du eigentlich? 27 Mal gespeichert, 27 Mal geladen und ist immer noch nicht hingekriegt. Oh, nee, ey. Es hält auch nur eine Minute, das heißt, man kann hier auch nicht viel... Ne, ich raste aus, ey. Mist, da will ich hier schon... mich durchschmuggeln und krieg's nicht hin zu schmuggeln, zu schummeln. Ja, es ist nicht machbar. Mist. No! Ich glaub's nicht. Ne!
Ne! Oh! Jetzt reicht's. Jetzt reicht's aber wirklich, ne? Wir versuchen es erstmal so, ja? Muss nämlich auch so gehen, glaube ich. Ne. Man muss halt in der letzten Sekunde springen. Das ist halt gar nicht so leicht. Viele werden das jetzt versuchen, die es noch nicht gesehen haben und nie gemacht haben, werden jetzt versuchen, das auch nachzumachen und denken sich so, ey, wie geht das? Ah, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Nee! Pure Wut. Pure Wut durchdringt meinen Körper. Wut über mich selbst und meine eigene Unfähigkeit. Ah! Ah! Hm. 10 Minuten später oder 2 Stunden später. Es geht immer noch nicht. Zu früh, Junge, zu früh. Das ist ja interessant. Ja, Success. Schnell rüber und wir sind über die Mauer und jetzt gehen wir direkt an die Kisten. Hammer. Lederrüstung. Ja, und da seht ihr, es gibt eine schöne Lederrüstung. Zum Absahen, die man hätte auch einfach in dem Laden dahinter kaufen können. Und ja, die 250 Gold kann man sich dann direkt sparen. Denn es gibt in Gothic, gibt es immer die Möglichkeit, über mehrere Varianten ans Ziel zu kommen. In dem Fall, easy, die Stadtwache juckt es gar nicht, dass ich von hinten komme. Fragt sich auch nicht, was da los ist. Ich weiß langsam nicht mehr, und, was ich glauben soll. Ja. Ich habe eine schöne Lederrüstung. Damit bin ich auf jeden Fall etwas angesehener und stärker auch hier. Ich ziehe aber jetzt mal für die Stadt die Bürgerkleidung an, weil die schickt sich jetzt gerade hier so ein bisschen. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Sieht man das? Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr, kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so, so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Mhm. Okay, okay. Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Mhm. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Hm. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Gut, den merke ich mir. Will ich auch prügeln. Und hier in der Stadt sieht man Handwerker bzw. arbeitsames Treiben. Da hinten ist ein Schiff. Schiffsmast. Strecksprünge. Ich habe nur Strecksprünge gemacht. So, was kann man noch machen? Ja, man könnte hier rüber. Boah, was war das denn? Ich wundere mich über ein Schattenspiel. Ah, was ist los? Willkommen in meinem Laden, Fremder. Danke. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Mein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja,
Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Doch nichts Neues. Ja. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Arad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Arroganter Pinkel. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bevor ich dich nehme, muss ich natürlich wissen, ob du überhaupt zu was zu gebrauchen bist. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein halbes Dutzend Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister. Wenn du unbedingt willst. Alles klar. Ja, du, pass mal auf. Das hast du nicht gewusst. Machen wir. Vielleicht. Ich will mich jetzt auf nichts hier festlegen. So, wir haben 10 Lernpunkte. Ich habe da meine eigene Meinung. Das ist eine schlimme Sache. Ich lege mich noch nicht fest. Kein Bock drauf. Ich gehe jetzt erstmal zum Schmied. Warte mal. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Ja, ich verstehe diese Ansage auf jeden Fall. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Ignorieren. Nicht bevor du mir nicht bewiesen hast, dass du etwas taugst. Okay, okay. Ich bin kein Taugenicht. Verstanden. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Okay. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Alles klar. So, und dann, ja, ich werde euch noch in diesen 2 Minuten, die noch verbleiben, etwas zeigen. Und zwar einen meiner möglichen Lieblingsausbilder. Konstantino, der verrückte Alchemist. Du? Hier gibt es nichts umsonst. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Wo war ich nochmal? So ist der immer so voll verwirrt, so zerstreut. Ja? Ich suche Heilung. Wieso? Bist du verletzt? Ja. Ja. Du hast nicht mal einen Kratzer und ich habe Wichtigeres zu tun, als mit dir zu plaudern. Hey! Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Was? So, okay. So ein bisschen verwirrt, so weißt du, der vercheckte Alchemist, der so auch seine eigenen Tränke selbst ausprobiert und dann einen kleinen Schaden abbekommt, aber trotzdem noch voll genial ist. Es ist eine tolle Charaktererfindung. Also ich finde den Konstantino klasse. Und jeder kennt auch diese vercheckten Meister, die man hat. Wenn ihr im Leben so unterwegs seid, da seid ihr auch in Ausbildung, seid ihr in der Lehre oder seid ihr irgendwo unter irgendeinem Chef, der eigentlich total vercheckt ist. Und es macht immer am meisten Spaß, die dann an der Nase herumzuführen. Habe ich immer geliebt in der früheren Jugend. So, mal gucken. Ich will bei dir. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Gefragt, bin ich selbst vercheckt? Bei dir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Jahre. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet.
Wir fangen bei einem anderen Meister an. Okay, okay. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Du Dilettant. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Okay. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde nochmal darüber nachdenken, dich als Lehrling aufzunehmen. Oder du stirbst jetzt. Ja gut, okay, alles klar, ich hab's verstanden. Steck die Waffe weg! Ja, ist gut. Alter Zausel. Gut. Die letzte Möglichkeit wäre noch bei Torben anzufragen. Ich stelle mich jetzt einfach mal so dazu. Und ziehe eine Bürgerkleidung an, die zu denen hier passt. Und das sorgt vielleicht ein bisschen für Verwirrung, weil der Nächste, der das Spiel startet, sich denkt, hä, was? Warum mich also einfach so mitten unter diesen Bürgern? Also, ich stelle mich mal so ein bisschen so... Dann zoome ich hier mal so komplett rein. Und dann... Denkt man aus dieser Perspektive vielleicht, man ist mit schwarzen Haaren unterwegs. Aber so ungefähr. Ich tarne mich hier einfach so. So ein bisschen so. Ja, genau. Wer ist jetzt hier wer? So, und an dieser Stelle beende ich auch diese Folge. Und ja, vermutlich, so wie ich das vom Plan weiß, ist als Nächstes Jack XP dran, der an dieser Stelle das Safe Game weiterspielen wird. Und ja, ihr dürft euch darauf freuen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch macht dieses Format so viel Spaß wie mir und den anderen. Und ja, schaltet gerne ein. Wir spielen 7 Tage die Woche für euch. Gothic 2, die Nacht des Raben. Alles Gute, bis dann. Ciao.